Mesut Özil erzielte am Montag, den 22. Oktober 2018 beim 3:1-Sieg des FC Arsenal gegen Leicester City sein 30. Tor in der Premier League. Somit ist Özil der alleinige deutsche Rekordtorschütze in der höchsten englischen Spielklasse. Hier gibt es einen Überblick über die erfolgreichsten deutschen Torschützen in der Premier League-Geschichte. Mit diesen 30 Ligator zum zwischenzeitlichen 1:1 setzte sich der inzwischen ehemalige Spieler der deutschen Nationalmannschaft von Jürgen Klinsmann und Uwe Rösler ab. Allerdings hält Özil nicht alle Rekorde der Deutschen in der Premier League. Box zeigt euch, wer bisher die meisten Einsätze hat und welche Torschützen sich hinter dem Spielgestalter vom FC Arsenal einreihen. Mesut Özil, der erfolgreichste Deutsche in der Premier League-Geschichte. Im September 2013 wechselte der damals 24-Jährige für kolportierte 47 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Arsenal. In insgesamt 149 Einsätzen für die Gunners erzielte der offensive Mittelfeldspieler 30 Tore und bereitete 55 Treffer vor, unter anderem auch den dritten Trefferer am Montag. Was die Anzahl der Premier League-Spiele angeht, steht Özil noch nicht in den Top 3, doch per Mertesacker wird Özil in dieser Saison aller Voraussicht nach noch einholen. Premier League – Rekordeinsätze deutscher Spieler Spielerverein E – Zeitraumeinsätze Robert Huth FC Chelsea, Middlesbrough, Stoke City, Leicester City von 2006 bis 2.018.323 Dietmar Hamann Newcastle United FC Liverpool, Bolton Wanderers, Manchester City von 1998 bis 2.011.268 Per Mertesacker FC Arsenal von 2011 bis 2.018.106 56 Mesut Özil FC Arsenal seit 2.013.149 Jens Lehmann FC Arsenal von 2003 bis 2.008.148 Moritz Wolf ZFC Fulham von 2003 bis 2.009.125 Thomas Hitzlsperger Aston Villa, West Ham United FC Everton von 2001 bis 2.013.117 Steffen Freund Tottenham Hotspurs, Leicester City von 1999 bis 2.004.116 Michael Ballack FC Chelsea von 2006 bis 2.010.105 Uwe Rösler Manchester City FC Southampton von 1994 bis 2.002.103 Deutsche Rekordtorschützen in der Premier League nachdem André Schürrle im Juli 2018 für voraussichtlichen 2 Jahre von Borussia Dortmund an den FC Fulham ausgeliehen wurde, stieg der Stürmer auch wieder in das Rennen um die meisten Tore ein. Robert Huth ist seit dieser Saison vereinslos und kann Özil wohl keine Konkurrenz mehr machen. Punkt. Spielerverein E, Zeitraum Tore Mesut Özil FC Arsenal seit 201.330 Jürgen Klinsmann Tottenham Hotspurs von 1994 bis 1995 und 199.829 Uwe Rösler Manchester City von 1994 bis 200.229 Robert Huth FC Chelsea, Middlesbrough. Stoke City, Leicester City von 2006 bis 201.821 Lukas Podolski FC Arsenal von 2012 bis 201.519 Michael Ballack FC Chelsea von 2006 bis 201.017 André Schürrle Chelsea FC Fulham von 2013 bis 2015 und seit 201.815 Christian Ziege Middlesbrough, Tottenham Hotspur, Liverpool von 1999 bis 200.414 Werbung.